Messi mit dem Ball. Paris Saint-Germain wirft alles nach vorne. Der späte Ausgleich soll her. Virgil van Dijk kann klären. Ballverlust PSG. Sie können kontern. Das könnte die Gelegenheit geben. Schön, wie sie diesen Konter spielen, und fast wird das Ganze dann ja auch mit einem Tor belohnt. Ein Konter wie aus dem Lehrbuch, eine Superszene. Ja, könnte was werden. Anderson. Fabinho jetzt. Ja, geht gut dazwischen. Lionel Messi. Jetzt Neymar. Danilo Pereira. Er passt gut auf und hat den Ball. Klasse Aktion, Ball ist weg. Sadio Mane. Ist das hier die Entscheidung? Weiter gefährlich nach dieser Parade. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Da steht er. Sie stehen in diesem Moment leider als Absteiger. Hallo zusammen, heute melden wir uns aus Paris, genauer gesagt aus dem Parc des Princes. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Wir übertragen für Sie heute Spiel 1 aus den Online-Saisons. Paris Saint-Germain gegen Liverpool. Das Ziel ist klar und das heißt direkter Wiederaufstieg. Heute Spiel 1 in dieser Division. Sie sind natürlich voll motiviert, wollen alles besser machen als in der vergangenen Spielzeit. Und ich bin gespannt, ob sie das auf dem Rasen auch umsetzen können. Mané. Das ist Thiago. Der Ballverlust von Thiago. Er ist frei, da kann was draus werden. Nach wie vor lebt diese Chance. Und da ist der Treffer für Paris Saint-Germain. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann haben sie diese Überzahlsituation. Ah, das macht. Sie geschickt.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Außen wäre die Lücke für Salah. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Gut gemacht vom Torwart. Er ist sicher bei dieser Ecke. Bei Paris Saint-Germain fallen einem mit Blick auf die letzten Jahre ja große Namen ein. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Und noch eins. Das ist der Doppelschlag. Schauen wir uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Sie holen sich den Ballbesitz. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und Neymar. Gueye. Jetzt Neymar. Gutes Tackling. Messi. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Wichtig, dass er da klärt. Mbappé. Neymar. Ball bleibt im Spiel. Schöne Aktion. Volles Risiko. Was für eine Technik. Mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Nochmal das Tor in der Wiederholung, die Flanke kommt rein und dann ist das natürlich klasse gemacht mit ganz viel Auge, ganz viel Gefühl und das Ding kannst du nicht mehr verhindern. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Machen Sie gut, Steilpass. Der ist noch heiß. Schwache Aktion, Ballverlust. Der Steilpass, gefährlich, Firmino. Aber da ist die Abwehr doch da. Aus diesem Steilpass können sie also nichts machen. Danilo. Guter Steilpass hier, macht er gut. Jetzt könnte was entstehen. Nicht so einfach hier, er versucht den Heber. Keeper hat den Ball. Das war natürlich eine richtig gute Gelegenheit. Wenn du so frei durch bist, da musst du mehr rausmachen. Mbappé. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Gehalten! Ganz starke Aktion. Sie gehen dazwischen. Super Pass jetzt. Das war nicht einfach, aber er pariert den Schuss. Gibt Ecke für Liverpool. Und Buschi, ich sag's dir ganz ehrlich, aber ich kann die Entscheidung des Unparteiischen nicht nachvollziehen. Der Torwart hat den Ball. Gute Aktion. Abgefangen jetzt von Mbappé.
Nur noch der Torwart vor sich. Kein guter Zweikampf. Tor für PSG. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann haben sie das 2 gegen 1. Und da bist du als Torhüter machtlos, wenn das so clever ausgespielt wird. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Thiago mit der Chance. Gehalten. Eigentlich eine gute Idee, hier zu lupfen. Ja, wichtig, da die Nerven zu behalten. Der hätte auch reingehen können. Er holt sich vorne den Ball. Fällt das Tor doch noch. Da ist er alleine durch. Keine gute Aktion. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Gehalten. Super Szene von Donnarumma. Vielleicht die Konterchance. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Vorne der Ballgewinn. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ja, ganz energisch geht er da dazwischen. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Firmino im Abseits. Jetzt ist er durch. Sie machen zu, das war wichtig. Und zur Pause können wir uns als neutrale Zuschauer über Tormangel nicht beschweren. Es steht 4:1. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Mit der Führung im Rücken für PSG geht es jetzt weiter. Zweite Hälfte läuft. Mbappé. Messi mit dem Ball. Ball draußen, wird Einwurf geben. Jetzt hat Messi Platz. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Money coming in, you know.
So I